Salü, hier ist der Chef und ich begrüße dich beim Vlog Gesundheit mit der CMCM. Leider gibt es nicht die besten Training. Es gibt nicht die besten Training und auch nicht die besten Übungen. Das hängt davon auf. Das hängt davon auf, wie sie dir, was sind ihre Ziele, wo will da hin, wie sieht deren Alltag aus. Was sind die Voraussetzungen? Wie viel Zeit steht ich zur Verfügung, für zu trainieren? All diese Sachen muss man berücksichtigen, wenn man herausfinden will, was ist das beste Training. Und aber habe ich mir die Frage gestellt, geht es nicht die enge Übung? Wenn ich mir eine einzige Übung herausfinden müsste, wie eng wäre das? Es muss natürlich eine Übung sein, die relativ viel mit den Armen trainiert, die sowohl mein Arm, mein Bein, aber auch mein Körper mit trainiert, die ein bisschen meine Stabilität fordert und aber auch etwas für meine Mobilität macht. Es muss eine Übung sein, die sowohl koordinativ anspruchsvoll ist, und aber vielleicht auch etwas für meine Kraft macht. Also es muss wirklich eine Übung sein, die effektiv ist und relativ viel mit den Armen trainiert. Was ging da so, wenn ich die Übung hatte? Wie das gesehen? Aber wenn ich schon noch ging so, die brauchst nur 6 bis 8 Wiederholungen allzeit zu machen, ging das dann trainieren. Wenn wir einen Deal haben, dann weiß ich jetzt noch den Turkish Get-Up. Beim Turkish Get-Up geht es, wie der Name schon sieht, darum, abzustehen. Ich habe mir noch einen Schwung dabei geholt, für eine kleine Challenge zu haben. An der Ausgangsposition lege ich den langen Weg auf den Rücken. Mit der einen Seite alles an der Luft, an der anderen Seite alles flach am Boden. Für die Bewegung anzufangen, kommen wir auf den Ellenbogen. Vom Ellenbogen steigen wir uns auf der Hand ab. Von da aus kommen wir rüber an einen Brick und holen das Fischbein mit den Händen durch. Dann gehen wir an eine aufrechte Position, stehen ein bisschen ab und dann geht die Tour sich zurück. Ich schraube die Hände rauf, wir gehen den Boden sichern, schaukeln ein bisschen durch. Dann gehen wir zurück auf den Ellenbogen, allein uns auf den Rick. Das ist ein Turkish Get-Up. Hier noch meine 3 Tipps für den Turkish Get-Up. Punkt 1. Versicht Bewegungen an Einzelsequenzen abzudehnen. Trainiert für dich die Einzelsequenzen und packt danach alles zusammen an die komplette Bewegung, an die komplette Übung. Punkt 2. Hol dich Zeit. Ihr braucht nur 6 bis 8 Wiederholungen allzeit zu trainieren, für ein Fitness zu machen, das geht relativ schnell. Aber hol dich Zeit, wenn du die Bewegung macht. Versicht dann alle Positionen einen tiefen Atemzug zu holen. Einmal tief an, einmal tief ausatmen an alle Einzelpositionen. Das hilft dir, dich auf die Qualität von der Bewegung zu fokussieren und dadurch ist ein Training mehr effektiv. Punkt 3. Versicht die Intensität mit der Zeit zu steigern. Das heißt, wir können aufhängen, die Bewegung nicht mehr Körpergewicht zu machen. Danach holen wir eventuell einen Schwung dabei, wie ihr das gesehen habt. Wir können dann aber auch mit Gewicht schaffen. Wir können mal ein Flasche Wasser an die Hand holen. Danach können wir eventuell sogar einen Kurzhantel, einen Kettlebell dabei holen, um ein bisschen mehr Intensität an die Geschichte ranzukriegen. Voilà, das war es von mir für meinen Vlog Gesundheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ganz, ganz gerne ein Like hier lassen. Und dann sehen wir uns demnächst auf dieser Plattform. Bleibt gesund!